Willkommen zu The Stalked, ein Game, in dem wir eine sehr junge Dame spielen, die von einem Menschen, der da hinten steht, gestalkt wird. Ein gar nicht mal so lustiges Thema, deswegen wahrscheinlich auch diese etwas ernstere Musik. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird ein stressiges Game und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ich würde mich immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo auch. Und meine süße Community, die sagt euch gerade auf Twitch ganz süß Hallo. Deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/live und beehret uns doch mal. Wir gehen rein, wickelt euch ins Deckchen, macht Licht aus und es geht los. Ich hoffe, die Lenkung ist nicht so beschissen wie in den anderen Games immer. Ich brauche einen dicken Schluck. I had to break up with Liam and I hope he takes it well. Oh, ich habe mit Liam Schluss gemacht und ich hoffe, es geht ihm gut. Okay. Bisschen random, aber okay. Gott, diese Sounds hier schon machen mich irgendwie fertig. Okay. Hallo? Wo bin ich? Bin ich daheim? Ich muss scheißen gehen. Nein, Spaß, I'm hungry. Okay. Also, dann nimm doch die Chips. Okay, gut. Bitte meine Mods immer schön klippen. Das wäre wichtig. Oh ja, Mann, meine Pfannen sehen auch immer so aus. Ich zerstöre jede verdammte Pfanne. Jede verfluchte Pfanne wird von mir zerstört. Deswegen fühle ich das sehr. So, machen wir erstmal schön hier den Garten. Brauche ich nicht Öl drin oder sowas? Öl? Muss da nicht irgendwas rein? Die Hand. Die Chips? Kühlschrank? Ah, okay, ich muss hingehen. Was gibt's denn heute? Organic Food. Ja, ich muss auf meine Routine aufpassen. Ich bin nämlich ein Yogi-Girl und ich bin so healthy. Who would be cooking on my door? Knocking. Ah, es hat jemand geklopft, das habe ich gar nicht gehört. Es hat jemand geklopft? Boah, ich hätte Angst, wenn ich so irgendwo... Wo bin ich denn überhaupt so irgendwie alles so dunkel? Also Vorhänge. Ich brauche Vorhänge. Oh, ich kann hier raus. Ach du Scheiße, was ist denn das hier für eine fette Loft? Hier ist ja gar nichts. Wo sind wir denn? Haben wir einen Blackout? Warum sind denn keine Lichter bei den Gebäuden an? Das ist ja ultra gruselig. Wer knockt denn da? Kann ich das nicht sehen? Okay. Ja, also Vorhänge braucht man auf jeden Fall. Meine Nachbarn haben zum Beispiel keine. Da spielt der Sohn immer Roblox und so Ballergames. Da gucke ich immer zu. Weißt du, bei dem gehe ich auch immer rein ins Zimmer und klaue den Nobelpreis ab. Ey, also ganz ehrlich, wer ist da? Liam, hey Honey, kann ich rein? Ach, mein Ex. Liam, ich habe dir gesagt, dass es vorbei ist. Also kannst du nicht reinkommen. Komm schon. Du kannst mich doch nicht einfach so stehen lassen. Ich liebe dich mehr als alles. Es ist vorbei, Liam, geh nach Hause. Öffne die Tür, Kate. Nein, ich öffne die Tür nicht. Ich liebe dich nicht mehr, Liam. Okay, du wirst mein sein, bald. Okay, ich glaube, wir haben schon unseren Stalker. Es sieht so aus, als würde er weggehen, zum Glück. Aber, kann man sich nicht aussprechen? Fragezeichen. Okay, das Essen sollte fertig sein. Hm, nette Bude. The food is ready. Geil. Ach, ich habe mich doch für die Chips entschieden. Oh, ein Bad würde mich ein bisschen beruhigen. Dann kann ich runterkommen. Oh ja, geil. Ey, wenn ich in der Dusche stehe, ich bade so heiß, dass ich so richtige rote kleine Schweinefüßchen kriege. Es ist alles dunkel und eklig. Das ist voll gruselig, dass auch alles aufgeht. Das ist so... Ey, guckt mal. Hier sehe ich was, aber hier ist alles weg. Das ist Betrug. Ich lebe irgendwie in einer Parallelgesellschaft. Hier ist alles gar nicht da. Okay. Genau, ich würde auch kein Bad nehmen, wenn der Lian da einen Nobelpreis geklaut hat. Ach, okay. Wo ist mein Bad? Wieso ist hier alles so steril? Das ist mir alles zu steril und zu groß.
Ah, da ist man. Ach, natürlich mit Schiebetür. Lass mal offen, dann kann der Nachbar ein bisschen gaffen. Oh ja, sogar eingerollte Handtücher. Irgendwie ist es ganz schön hoch. Ich bin voll klein, kann das sein? Oh, sogar noch extra abgetrennt hier alles. Ach du Scheiße. Ich habe nichts gehört. Ich gehe duschen. Oh mein Gott. Oh. Was ist das? Gib mir eine weitere Chance, bitte. Ich werde dich sehr gut behandeln, alles tun, was du willst. Ich verspreche es. Bitte nur eine Chance, nach der ich frage. Das könnte doch nicht so viel sein, oder? Exo, Liam. Schon sehr schlau, da einfach auch seinen Namen hinzuschreiben. Ist gut für die Polizei. Meine Güte, ey. Also da würde ich jetzt die Polizei. Die würde jetzt nicht duschen gehen, oder? Wir rufen jetzt schon die Polizei, oder? Haben wir irgendwo ein Telefon? Oh mein Gott. Wohin muss ich denn? Um Himmels Willen. Oh Gott. Du wirst mich niemals verlassen. What the fuck? Kann ich mich in dem Schrank verstecken? Unterm Bett? Was kann ich denn jetzt tun? Ich glaube, ich kann jetzt einfach rausgehen, oder? Entschuldigung, ich habe so laut geschrien, Mann. Ich habe es gerade echt nicht, bin gerade echt nicht klargekommen. Kann ich nicht einfach. Holy shit. Ich möchte da nicht raus. Kann ich durch die Haustür raus? Nein. Nein, nein! Oh Gott. Grandpa! Hallo Opa, ich brauche deine Hilfe. Hey Kate, was ist los? Liam ist in mein Apartment eingebrochen und er jagt mich. Ich bin gerade noch so von ihm weggekommen und konnte in mein Auto flüchten. Das ist ja furchtbar. Geht's dir gut? Hat dir der wehgetan? Nein, ich bin weggekommen, bevor er irgendwas tun könnte, aber ich habe Angst. Okay. Ich nehme an, du schaust nach einem Ort, an dem du für eine Weile sicher bist. Ja, okay, du kannst, you can live, du kannst bei mir leben, solange du willst, wie auch immer. Ich bin auf einem Business-Trip für eine Woche. Scheiße, das ist okay. Ich will auf jeden Fall sicher sein, wenn ich bei dir bin. Kann ich jetzt kommen? Ja, natürlich. Schick mir deine Adresse und den Schlüssel findest du unter der Fußmatte. Das wird mein Ex sicherlich auch wissen, Mann. Okay. Bitte denk daran, die Tür versperrt zu lassen. And if you need to go outside. Wenn du rausgehst, dann check auf jeden Fall immer das Türschloss. Okay, danke. Wie wär's mal mit Polizei rufen? Kein Problem. Ich hoffe, es wird gut. Ich würde dem jetzt schreiben, würde sagen, hey, was soll die Scheiße? Wir können reden. Warte in meinem Apartment, ich komme gleich und würde die Polizei hochschicken. Dann wäre es aber kein Horrorgame. Okay, ich habe verlernt, wie ich fahre. Liam, du könntest mein Vater sein, Alter. Holy shit. Liam, du bist ein bisschen alt. Bin ich dein Sugar Girl? Fahr schnell, Girl. Ach du Scheiße, dieser Jumpscare hat wehgetan. Oh Gott. Das war das Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Oh Gott, that was a close call. Oh, das war knapp. Gut, dass ich es geschafft habe. Liam, er wird dich nicht mehr finden. Nein, der hat bestimmt auch kein Auto, mit dem er dich verfolgen kann. Wetten, es passiert ja ganz oft, ne, dass Leute, die gestalkt werden, an ihren Auto GPS-Sender dran haben. Es gibt auf Amazon einen GPS-Sender-Störungssender, den sollte man sich eventuell ins Auto legen, dann kann niemand wissen, wo du hinfährst. Das wird der 100 Pro auch gemacht haben. Das ist eine ganz typische Masche, my friends. Das hat jetzt wirklich wehgetan, der Schrei. Ach, ich wusste es. Oh nein, Liam hat es geschafft, mir zu folgen. Ja, du doofe Nuss, dann ruf doch mal die Polizei. Oder werde ich paranoid? Vielleicht ist er es nicht. Vielleicht ist es nur der Nachbar. La 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 la. Deswegen gehen wir jetzt ein großes, einsames, blödes Anwesen. Ha.
Press F to turn on the flashlight. Ich habe eine Flashlight. Ich habe eine verdammte Flashlight, ne? Ich habe aber nicht die Eier, die Polizei zu rufen. What the fuck einfach nur. Das ärgert mich schon wieder, diese Logik. Logik. Wo ist denn die blöde Matte? Grandpa hat gesagt, dass die... Ach, in der Flower Pot. Right. Mm-hmm. Flower Pot. Where's the flower... Ah, da. Where's the flower pot? Flower pot. Gott, hoffentlich habe ich jetzt nicht Zeitdruck. Das ist ja furchtbar. Auch noch mitten im Wald, Mann. Hey, da hätte ich mir lieber ein Hotel gebucht. Und hätte gesagt, no, no, boy. Da gehe ich nicht hin. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Ist es offen? Scheiße. Ach, du Heiligsblechle. Oh, noch eine Flashlight für Liam. Ist ja praktisch. Oh mein Gott, hier ist offen? Ich presse am besten keine Buttons. Hier ist offen? Wie dumm ist das denn? Na gut, da geht's eh nicht hoch. Hm. Mach mich jetzt mal mit der Gegend vertraut. Dann sind wir wieder hier. Okay, also hier muss irgendwo im Flower Pot was sein. Ach, da war er ja. Hoch. Ja, und jetzt wieder zu. Wow, es ist dunkel hier. Ich sollte besser das Licht anmachen, sobald es geht. Okay, muss ich jetzt kurz absperren. Okay, aber ich muss jetzt wahrscheinlich runter. Oh ja. Oh ja. Yeah. Ist da irgendein Arschloch draußen? Ey, das würde mich fertig machen. Ganz ehrlich. Okay, also wir sind uns alle sicher, die Tür ist zu. Sehr gut. Kann kein Arsch rein. Ey, ist das gruselig. Wie kann man sich diese Scheiße nur antun? Macht's überall Licht an. Und das Problem ist, dadurch, dass dieses scheiß Ding da unten offen ist, geht der nachher rein und macht den verkackten Strom aus. Sage ich euch jetzt schon. Das wird 100% passieren. Ist es bei euch auch so, dass wenn ihr die Häuser eurer Liebsten, eurer Verwandten betretet, dass es so eine Musik kommt? So eine bedrohliche Musik, die euch sagt, verpisst euch wieder? Nein? Okay. Find the bathroom. Ich muss erstmal alle Räume hier kennen, ne? Das ist wichtig. Ich glaube nämlich, dass Liam uns sicherlich besuchen wird. Wie komme ich denn da drauf? Auch wieder so hohe Decken. Ich hätte so Angst. Alles so braun und dunkel. Why? Okay, die kann ich auch aufsperren. Was ist da? Ih, da geht's raus. Ih, pfui, zu. Zu, zu, pfui. Hier hat Sicherungen, okay. Ich möchte das hier alles eigentlich gar nicht. Okay. Okay. Da gehen wir hoch. Das habe ich gehört. Boah, das ist eklig. Ist das gruselig. Opi, opi. Okay, das ist so ein bisschen die Slenderman-Musik hier, so dass du so weißt, irgendwas kommt gleich. Aber hier ist doch hier das Bedroom, oder nicht? War das nicht das Bedroom? Oder ist das mein Bedroom? Kann ich einfach im Bett vom Opa schlafen? Dann mach jetzt die Tür zu. So, das ist the bedroom. Oh ja, schlafen. Ja. Oh Gott, ich könnte da nie schlafen. Ich würde die Polizei anrufen. Wow, ich habe echt lang geschlafen. Ist auf einmal so viel schöner, heller hier. Ach so, es ist schon Mittag. Ist Grandpa schon nach Hause? Ach krass, so lange hat die gepennt. Ich dachte bis 4.30 Uhr, das ist so meine Zeit. Check the door.
Oh, voll schön gleich, wenn es hell ist. Oh, yes. Opi, ich habe in deinem Bett gefurzt. Die Musik ist auch gleich viel schöner. Niemand da. Das ist jetzt wieder schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, ich sollte doch die Tür checken, aber irgendwie sagt sie nichts. Ich werde noch mal ganz kurz hier reinglotzen, weil das hier stresst mich. Warum ist die Scheiße hier offen? Würde ich so gern zumachen, weil der geht da nachher rein. Der wird da nachher reingehen und der wird 100% nachher. Oh nein. Oh, dearest new resident, also liebster, neuester Bewohner dieses Anwesens. I'm the previous owner of this mansion and you are the person I have been looking for. I hope to see you stick around for a while. I'm sure we will get along just fine. I will be watching you. Ich bin der vorherige Besitzer dieses Anwesens und du bist die Person, nach der ich gesucht habe. Ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen hier. Ich bin mir sicher, wir werden uns gut verstehen. Ich beobachte dich. Mich beobachten? Das ist seltsam, das zu sagen am Ende. Ich muss auf jeden Fall noch zum Laden, bevor es dunkel wird. Lass uns vorsichtig sein. Was für ein Laden. Girl, ruf doch mal bitte die Polizei. Also wirklich. Das würde ich, das Letzte, was ich machen würde, wäre in einen einsamen Wald fahren, wo mich jeder Vollidiot abstechen kann, wenn er mich nicht schreien hört, anstatt mal zur Polizei zu gehen. Das macht mich verrückt. Das Girl macht mich verrückt. Genau, erstmal was zu essen holen. Die Prioritäten. Oh shit, schon richtig dunkel. Ach, so schön. Es ist leider auch so schön hier. Was ist das? Eine Art Papier. Das fällt ja von hier aus auf. Oh, ein Poster wurde zur Kollektion zugefügt. Wow, das ist wirklich seltsam. Sieht aus wie ich. Missing person. Ashley, missing since 15.08.2013. Please help us bring Ashley home. If you have any information, even the smallest detail, contact the police. Your assistance could make all the difference. Sie ist verloren gegangen. Man soll sich bitte bei der Polizei melden. Das ist ja wirklich, ich hoffe, sie wird gefunden. Look, oh Gott, Hilfe. Canned food, snacks, soda, milk, cereal, wine. Oh ja, super. Ich besauf mich noch am besten. Das ist super. Oh Gott. Oh, hi there. Warst du nicht schon mal hier oder bist du neu? Ich bin neu hergekommen. Wo lebst du? Ich fühle mich nicht wohl, wenn sie mich danach fragen. Sind sie alleine? Ich bin in Eile. Tut mir leid, ich muss gehen. Das ist ja auch immer geil, ne, wenn Leute so viel wissen wollen von dir und du denkst einfach nur so, no. Vor allem, der steht einfach nur hier im Automaten, macht gar nichts. Sie sehen ja beide identisch aus, seid ihr Zwillinge? Hey, ich habe gerade deinen komischen Zwilling gesehen und der... Okay. No entry. Also wir brauchen auf jeden Fall canned food. Canned food. Nicht canned, sondern canned food. Gibt es hier irgendwo Wein? Da oben. Die Musik. Boy, the groceries. Snacks. Soda. Snacks. Jetzt Snacks. Kann ich nicht die Snacks nehmen? Snacks, 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 Snacks. Canned food. Wine? Jetzt doch Wine. Oder hier? Warum nimmt sie das nicht? Und das canned food? Ah, hier. Ah, jetzt auf einmal geht's. Okay. Der ist so sass. Der hat einen weißen Van.
Es gibt ja so eine ganz eklige Taktik, dass so weiße Vans ganz eng an anderen Vans dran parken, um dann, wenn die Frauen versuchen, ins Auto zu steigen, die Tür geöffnet wird und die reinzuziehen. Weiß nicht, ob es ein Mythos ist. Ich wollte es nur sagen, take care. So, und der sitzt da jetzt und beobachtet mich, ne, und fährt nicht. Das ist ganz arg ekelhaft. Bin ich jetzt alt genug? Wahrscheinlich kann er auch fahren. Das ist alles. Jetzt nur noch bezahlen. So. Hallo, das ist alles? Ja. Super, das macht dann 22,50. Dankeschön, dass ihr geshoppt haben. I can tell you, ich kann sagen, dass du neu hier in der Area bist. Wie lange bleibst du? Kein Problem. Ich bin noch nicht sicher. Noch nicht lange. Würde ich annehmen. Okay, dann hab einen schönen Tag. Hier sind deine Lebensmittel. Okay, danke. Der ist immer noch da, ne? Genau diese Taktik, von der ich hier spreche. Oh mein Gott! Ich hasse euch! Oh, weißt du, you know, ja, du weißt, eine schöne junge Frau wie du sollte hier nicht allein an diesem Ort sein. Was willst du? Ich habe einige Wünsche, aber ich denke, denke, es ist am besten, wenn sie nicht ausgesprochen werden. Sei vorsichtig. Und lass dich nicht fangen, wenn du allein bist. Ich brauche keine Warnungen. Bitte respektieren Sie mein No-No-Square. Es sind die alle gruselig. Lasst mich bitte alle allein. Lass uns nicht die Groceries in der Car... Oh, Girl, es ist auch noch dunkel. Also wie dumm kann man denn eigentlich sein? Sorry, das regt mich so richtig auf gerade. Und dass ich auch nicht einmal mehr meinen Opa angerufen habe, ne? Und der ist jetzt 100 pro schon wieder in der Hütte drin. So, jetzt wird erstmal hier schön gefashbot. In dieser gruseligen Küche. So, wahrscheinlich haben wir jetzt gleich wieder Hunger. Ich wusste es. Ich wusste es, verdammte Scheiße. Ich wusste es. Ich wusste es, dass dieses Schwein da nach unten geht und es öffnen macht. Hier, willkommen zu Hause. Unbekannte Nummer. Ey. Du siehst so schön aus, als du heute im Laden warst. Kann nicht warten, dich wiederzusehen. Ich komme näher. Ich bin bald da. Ist er drin oder draußen? Oh nein, ich pack das gerade nicht, Leute. Oh Gott. Oder was ist, wenn ich bereits hier bin? Ach. Die Henne. Ich will gerne mein Essen machen, Bray. Ich bin hier. Check the door. Ich will die Tür nicht öffnen. Ich mach doch die Tür jetzt nicht auf. Muss ich die Tür öffnen? Das wäre ja absolut doof. Oh nein, schon wieder ein Scheißbrief. Lieber neuer Bewohner, congratulations, Gratulation, dass du dich eingelebt hast. You may believe this mansion is your refuge. But every step you take reveals a deeper game. I'm with you in every choice, every move. There's no escape from become mine. Okay, also die sagt quasi, herzlich willkommen, alles was du machst, du gehst mit jedem Schritt, den du in diesem Haus gehst, immer mehr in mein Spiel hinein. Das wird zu verrückt. Ich fahre jetzt weg und rufe die Polizei, bevor es zu spät ist. Oh Gott, das Auto geht nicht. 100 pro, das Auto geht jetzt nicht. Reifen zerstört. Es war so klar.
Nein, nein, bitte starte, starte. Bitte starte, komm schon, oh mein Gott. Irgendetwas ist hier falsch. Ich muss sofort rein, die Polizei rufen. Yo, Girl, der ist jetzt 100 Pro schon drin. Okay, press F to call the police. Wetten, es geht nicht, weil ich keinen Empfang habe. Ich habe kein Licht mehr. 911, Dispatcher, was ist Ihr Emergency? Hi, ich brauche Hilfe. Ich bekomme auf jeden Fall bedrohliche Nachrichten, Briefe und Texte. Ich habe wirklich Angst. Ich bin hier, um zu helfen. Können Sie bitte Ihre Location sagen? Ich bin at... it's urgent. Ich verstehe. I'm dispatching officer to... Ich bringe, werde sofort einen Officer zu Ihrer Location bringen. Können Sie bitte die... describe the nature of the threats. Können Sie bitte sagen, was quasi für Bedrohungen sind? Er beobachtet mich, er folgt mich, er schreibt mir Nachrichten und es wird intenser. Bitte beeilen Sie sich. Bleiben Sie an der Line mit mir. Hilfe ist auf dem Weg. In der Zwischenzeit finden Sie einen sicheren Ort, eine Location in Ihrem Zuhause. Ach du Scheiße. Und machen Sie sicher, dass die Türen versperrt sind. Der Officer wird bald bei Ihnen sein. Ach du Scheiße, bitte red mit mir. Okay. Ja, Sie sind versperrt. Bitte beeilen Sie sich. Wo soll ich denn hin? Wo versteckt man sich am besten? In so einem Scheißhaus. Vielleicht irgendwo hier? Okay, bleiben Sie stark. Bis der Officer ankommt. Wo soll ich mich verstecken, Mann? Wo soll ich mich verstecken? Okay, sagen wir, jemand hat versucht, die Tür zu öffnen. Oh, Scheiße, was? Und das Bett. Und das Bett, Girl. In den Schrank. In den Schrank. Wo soll ich hin? Okay. We'll be there. Wir sind bald da in ein paar Sekunden. Wohin muss ich? Hier? Hier kann ich mich hier verstecken. Scheiße. Was mache ich jetzt? Oh ja. Wetten, das ist der dumme Typ, der mit mir ein Spiel spielt. Muss ich jetzt aufmachen? It appears that everything's on. Alles, es erscheint, dass alles unter Kontrolle ist. Unser Officer apprehended a man in a white van. Ah, er hat einen Typen in einem weißen Van draußen gesehen. Wir bringen ihn, wir befragen ihn. Wenn irgendetwas anderes passiert, zögern Sie nicht, uns anzurufen. Danken Sie, vielen, vielen Dank. I'll be sure to, ich werde Sie auf jeden Fall nochmal anrufen. Hä, aber das ist doch total weird, dass Sie mich jetzt nicht irgendwie... Phew, was für eine Erleichterung. I never thought, ich hätte nie gedacht, dass ich mich wieder sicher fühle. Aber vielleicht wird jetzt wieder alles normal. Ich sollte jetzt sicher sein. Lass uns erstmal in den Keller gehen, den Strom machen. Alter, ich hätte sofort gesagt, Herr Polizist, bitte kommen Sie. Kommen Sie und sprechen Sie mit mir, was passiert ist, anstatt irgendeinen Typen random mitzunehmen, was ja schon total unlogisch ist. Und bitte machen Sie bei mir den Strom an und übernachten Sie heute bei mir im Bett. Das hätte ich gesagt. Das habe ich jetzt gerade nicht gehört. Und jetzt... Okay, die Power sollte jetzt zurück sein. So, und jetzt... würde ich an der Stelle die Scheiße hier zumachen. Sonst machen wir das Spiel jetzt gleich noch 10 Mal. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Öffnen. Öffnen. Schließen. 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 Okay. Ich stinke nach Schweiß. Ich sollte baden. Hey, die ist aber auch echt gechillt, ne? Also, Girl. Wirklich mal. Ist hier die Bad One? Oh ja, direkt am Eingang. Toll. Okay, dann lass uns jetzt mal bitte baden. Boah, die ist aber auch echt vergesslich und gechillt, ne? Klaus, Klaus, Klaus. Ja, endlich ein Moment des Friedens. Ich würde so, hat einen Furzen jetzt. Aber warum sollte der, but why would the stranger go, warum sollte der Unbekannte so weit für mich gehen, was auch immer er vorhatte? Ja, das stimmt allerdings. Oh, ich wurde fotografiert. Ich bin zu müde, dass ich jetzt sogar schon Dinge höre. Lass uns ins Bett gehen. Der hat mich durchs Fenster fotografiert.
Die alte Sau. Pfui, Teufel. Ist ja ekelhaft. Das kann ich auch. Du ekelhafter Drecksack. Er hat den perfekten Shot gehabt auf die offene Tür. Ins Bett gehen, ey. Girl, hast du überhaupt schon was gegessen heute? Ey, ich hasse das Spiel einfach nur. Kann mir das bitte zusperren und mich einfach nur in Ruhe... Oh. Ups. Das Spiel ist gut gemacht. Das macht einen so richtig eklige Panik. Jetzt schläft die da auch wieder einfach. Was ist das für ein Geräusch? Hört sich an, als würde es aus dem Raum unten kommen, aus dem Storage, aus dem Lagerraum. Oh Gott. Ich bekomme ja auch noch einen Nervenzusammenbruch. Ich auch, ich mach mit. Oh, hier. Ah! 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 Oh mein Gott, ich krieg noch einen Herzinfarkt. Oh. 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 Oh, probably call to check how Liam... Ich sollte Liam anrufen. Ich glaube, the reason all this happening to begin with is because I broke up with him. It's all my fault. If I had just stayed with Liam, he would be have kept me safe. Ach, okay, sie sagt jetzt quasi, wäre ich mit Liam zusammengeblieben, hätte er ja gar nicht Schluss gemacht mit mir. Und so eine Scheiße. Und deswegen hätte ich bei ihm bleiben sollen. Ich sollte ihn anrufen. Soll ich Liam anrufen? Ja oder nein? Also ich würde im echten Leben den nicht anrufen, weil er hat einen Stein durch meine Ding geschmissen. Aber okay, sagen nein. Nein, natürlich nicht. Was denke ich da? Let's put my mind on some... Lass mich an etwas anderes denken. Aber als erstes, lass mich das Haus erstmal... let's make sure... Lass mich erstmal da sicher gehen, dass das Haus leer ist, damit ich mich sicher fühle. Okay. Okay, okay, let's go, girls and boys. Sieht alles leer aus. Super. Check the house. Check. Unter meinem Bett ist auch nichts. Nee. Bevorzuge Betten, in denen, unter denen nichts sein kann, weil es gar kein gar kein fliegendes Bett gibt. Ich zitter gerade so heftig, tut mir leid. Und ihr habt euch vorne über den Clown beschwert. Ach du Scheiße. Was war denn hier eigentlich? In dem Raum. Dieser Raum ist einfach nur scheiße. Weil da kann alles sein. Das ist einfach nur so... Oh, was ist denn das? Es sieht einfach komisch aus auf einem Buch. Was ist denn das? Oh nein. Da kommt der Typ bestimmt immer her, ne? Hallo an alle. Da kommt der. Oh mein Gott. Oh my goodness. Oh my damn. I'm going ham. Warum ist die Wandfarbe anders als die? What the fuck? Ah, das sind die Notes. I can't replace you, Ashley. There is no one that is. Also, ich kann dich nicht ersetzen, Ashley. Niemand ist so besonders wie du. Meine Schuld? Wie könnte es meine Schuld sein? Wie ist es meine Schuld? Ich wollte nicht, dass es so beendet wird. Du hast mir keine andere Option gelassen. Warum hast du mich dazu gezwungen, das zu tun? Ich würde dir niemals was antun. Was zur Hölle habe ich getan? Wie könnte ich damit ohne dich leben?
Was ist, what is the point? Was ist das? Was bringt das hier überhaupt alles? Warum tue ich das? I'm typing to, ich schreibe einer toten Person. Ach, ist mein Opa vielleicht ein Psycho? Am I dreaming? I swear that is you. Träume ich, schwöre, du bist es. Sie sieht aus wie du. Oh mein Gott, have you come? Ach shit, weil ich aussehe wie das Mädel, was vor 10 Jahren verschwunden ist. Denkt er, das bin ich. Sie ist so schön wie du. Sie muss meins werden. Sie wird, egal was ist. Oh mein Gott, der Psycho will jetzt mich, weil seine Verstorbene, die er umgebracht hat, so aussieht wie ich. Hier, 20 years old Ashley was reported missing on August 50, 2030 in diesem Haus by her husband. 2 days after she disappeared from their home. Last seen in their residence. Ashley's son AdSense, he raised suspicious with her husband's emerging as a prime person of interest in the ongoing investigation. While authorities continue to search for lead, they urge anyone with information to come forward and assist the search of Ashley. She was last seen. Also die Polizei geht schon davon aus, dass ihr Ehemann was mit dem Verschwinden von Ashley 2013 zu tun hatte und ist schon verdächtig. Und hier an dem Ort, wo wir jetzt sind, wird sie quasi vermisst und wir sehen ihr sehr ähnlich und deswegen denkt er, wie sind sie? Look, honey, we made this... Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Er redet sogar mit ihr, obwohl sie tot ist. Why would you want to leave me? I have to do nothing but be good to you. Whatever, it doesn't matter anymore. You are never leaving me again. It's probably about time. I talk to Grandpa about what's going on here. This is crazy. Das ist ihr Schädel. Ach du Scheiße. Ich kann mich auch nicht umdrehen. Grandpa, bist du da? Ja, ist etwas passiert? Eine Menge ist passiert. Ich habe gruselige Briefe erhalten und werde verfolgt von jemandem. Ich glaube, es ist nicht Liam. Ich habe die Polizei angerufen und sie haben diesen komischen Typen, der vor dem Haus herumlungert, verhaftet. Aber als ich quasi nochmal über das ganze Haus durchgegangen bin, habe ich einen seltsamen versteckten Raum in deinem Haus gesehen und ich glaube, er gehört es ist irgendwas Psychopathisches hier. Was? Das ist ja verrückt. Vielleicht hat die Person den Typen wieder freigelassen. Ein komischer, verschlossener Raum. Ich habe hier vor 10 Jahren gelebt und sowas nie gefunden. Ich werde auf jeden Fall den Business-Trip absagen und sofort nach Hause kommen. Ich kann es nicht ertragen, dass du hier... Du brauchst meine Hilfe. Ich hoffe, dass sie ihn verhaftet haben. Aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn er immer noch da draußen ist? Was ist, wenn sie jemanden anderen verhaftet haben? Dann soll sie doch einfach die Polizei rufen und fragen. Erinnerst du dich an die Person, von der du das Haus gekauft hast? Das könnte auf jeden Fall der Fall sein. I remember that his wife had recently gone missing. Genau, also ich habe gehört, dass seine Frau ohne eine Spur verschwunden ist. Das war das Hauptgespräch der Stadt für eine ganze Weile. Und der Name war... Oh, sagt er mir nicht den Namen. Oh, ernsthaft? Mein Handy hat keine Batterie mehr. And I didn't have time... Und ich habe nicht mein Ladekabel dabei. Lass uns gucken, ob wir irgendwo eine Flashlight finden. Okay, ich erinnere mich, im Basement eine gesehen zu haben. Ja, dann hätte sie... Ah, ich hätte ihr Ladekabel auch vergessen. Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich der Schädel der Frau, ne? Kann nicht da rein, ist versperrt. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt raus. Wieso ist es auf einmal so schnell so dunkel geworden? Scheiße, Leute. Also jetzt hätte ich schon Schiss. Ich würde jetzt halt echt... Na gut, die Polizei kann es jetzt nicht mehr anrufen, ne? Dass diese Kacktür hier die ganze Zeit offen ist, macht mich einfach nur irre. Ja, meine Flashy-Flash. Flashy. Oh, ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse es so, so sehr. Die Jumpscares sind so böse einfach nur. Ich sollte nach einer Waffe suchen für den Fall der Fälle. Lass uns auf jeden Fall oben suchen. Oh mein Gott. Mi.
Mi, 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 mi. Oh, das ist Grandpa. Nein, das ist nicht Grandpa. Grandpa hat ein Schlüsselgirl. Grandpa hat ein Schlüsselgirl. Schon wieder ein Kack. Ah! Oh, es ist der Creep. Oh Gott. Stranger, hey, tut mir leid, wenn ich dir Angst gemacht habe. Ich bin nur gekommen, um etwas aufzuräumen. Was? To come clean about something. Aber etwas quasi klar machen. Natürlich hast du. Du bist irgendein Creep, der mit mir schon vorher draußen gesprochen hat im Einkaufsladen. Was willst du mir überhaupt mit mir sagen? Ich weiß, es war creepy. Aber es war nicht meine Idee. Liam hat mir gesagt, ah, Liam told me to do it in hope that you would take him back to feel safe again. Liam hat mir gesagt, ich soll creepy zu dir sein, damit du ihn wieder anrufst und ihn zurücknimmst, um dich wieder sicher zu fühlen. Gut, dass wir nicht angerufen haben. I was supposed to take it a step further, but I couldn't do it. Ich sollte jetzt noch einen Schritt weiter gehen, aber ich konnte es nicht tun. Es tut mir sehr leid dafür. It all makes a lot. Es macht alles einen Sinn. Danke, dass du mir das erzählt hast. Ich fühle mich aber immer noch nicht in deiner Gegenwart sicher. Kannst du bitte gehen? Ja, natürlich. Es tut mir leid. Okay, crazy. Boah, furchtbar. Jetzt ist die. Jetzt denkt sie halt wieder, geil, sind wir safe. Ne? Das ist jetzt das Nächste. Sie denkt wieder, oh toll, ist ja nichts passiert. Ah, toll. Toll. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Jetzt ist dunkel. Wie lange habe ich da durchgeglotzt? Ich wollte wohl wirklich sicher gehen, dass der geht. Tür ist zu. Tür ist zu. Please. Bitte lass alles richtig sein. Weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass es jetzt hier hinten so einen scheiß Raum gibt mit einer scheiß Luke, die scheiße nochmal versperrt ist. Und wo scheißen denn nochmal dieser Psycho in unser Haus kommt? Also... ich würde die Tür hier komplett versperren mit Ketten, mit allem. Ich würde da alles davor schieben. Weil es ist ja wohl logisch, dass da irgendeiner hervorkommt jetzt. Oh Mann, ey. Mach mal zu hier. Nein. Kam das von der Schlafzimmertür? Okay, du sagtest, es ist vorbei. You feel helpless now, don't you? Du fühlst dich jetzt hilflos, oder? Dein Auto funktioniert nicht, dein Handy ist tot. Die Polizei denkt, sie haben die richtige Person, die hinter dir ist. Und du weißt nicht, wo ich bin. Das nichts, du kannst nichts tun, um mich zu stoppen. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. I follow down the other path I saw when I first go here. Maybe I can find some neighbors. Ich soll jetzt rausrennen. Hilfe, das ist ja noch schlimmer. Shit, jetzt muss ich rausrennen. Follow other path. Ach du Scheiße, das will er doch. Oh Gott, Hilfe. 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 Er ist eh drin. Eigentlich brauche ich gar nicht absperren. Ich mach's trotzdem. Ach du Scheiße, ist das nicht dumm? Ach du Scheiße. Ach du Heiligsblechle. Ich muss sagen, ich liebe das Game. Das macht es echt realistisch so. Also man hat einfach richtig Schiss. Klar ist sie unlogisch und man hätte gewisse Dinge pretenden können oder so. Aber wohin? Links, rechts? Ich weiß es nicht. Ah. Okay, danke Spiel. Spiel sagt's mir. Ah. Oh, Auto. Das ist
Oh, das ist Liams Auto. Boah, diese Sau. Wahrscheinlich hat der Killer Liam auch getötet, ne? Weil er weiß, dass der mich auch hot findet. Ich kann hier nicht lang. Aber hier ist eine Hütte. Da würde ich auch gerade noch... Oh mein Gott, was ist das hier? Da würde ich auch gerade noch reingehen. Was ist das für eine Scheiße hier? Oh mein Gott. Oh nein, ist sie dumm? Was? Nein. Oh mein Gott. Also wirklich, ich hänge fest. Rumpel die Bumpel. Weg ist der Kumpel. Steine oben drauf, Glück auf Blut. Wetten, von hier kommen wir in das Haus von mir. Oh, hier ist Blut. Ih, da liegt ja Liam. Oh no, Liam. Das ist Liam. Was mit dir passiert? Warum sollte jemand das tun? Weil wir zusammen waren. Sie schießt mein. Ach du Scheiße. Boah, da liege ich richtig gediegen drin, ne? And only mine. Ach du Scheiße. Ich wusste, dass der Psycho jetzt Liam getötet hat. Weil der auch weiß, dass er auf mich steht. Irgendwie ist es wie so ein Twilight. Alle stehen auf... Oh nein, nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum sagt das Spiel, dass ich rennen muss? Oh nein. Soll ich da hoch? Ach, guck mal. Hier. Hier geht's in mein Haus. Hier. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Das ist mein... Oh mein Gott, ist die Frau. Oh mein Gott, ist die Frau und der Kopf liegt... Oh mein Gott, ich glaube, das sind Ashleys Überreste. Was für ein verrückter, gestörter Ehemann würde das tun. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ach du Scheiße. Wetten, der kommt jetzt gleich hier rausgejumpt. Oh Gott, ich sollte hier rennen, ne? Ha! Ach Scheiße. Der Kassentyp, hey. Ich konnte es nicht mehr abwarten. Ich brauche dich, meine neue Ashley. Also bist du es, der mir die Briefe geschickt hat. Ich weiß, du siehst meine... Ich sehe deine Ex-Frau sehr ähnlich, aber das bedeutet nicht, dass ich sie ersetzen kann. Das ist mir egal. How you look ist... dein Aussehen reicht schon. Komm schon. Ich habe so lange auf das hier gewartet. Nein. Ich muss weg, bevor es zu spät ist. Oh, fuck. Ah! Oh, scheiße. Ich hatte ja gar keine Möglichkeit. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Hilfe. Wie soll ich denn das schaffen? Ich kann mich ja nicht mal umdrehen. Scheiße, ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht. Ah, hier geht's lang. Okay, jetzt. Ich hab mich wieder. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du. Oh, Polizei. Oh, Police. Der, whoop, whoop. Das ist aber der Police. Whoop, whoop. Der Police. Whoop, whoop. Police. Polizia. Oh ja, bitte. Oh Gott, Polizia. Shoot this man. Shoot him. Die Polizei kam an. Gerade in der richtigen Zeit. Dank Opa. Er ist ganz schnell versucht zurückzukommen, nachdem er seinen After the abrupt ending to Kate's phone. Ah, okay, nachdem der Telefon-Call mit mir abgebrochen ist, ist er sofort gekommen. Als er ankam, bemerkte er, dass Kate nicht daheim war. Er hatte Angst und ein komisches Gefühl und Angst, dass das Schlimmste passieren könnte. Er hat die Polizei sofort angerufen und sie haben es gerade rechtzeitig geschafft. Die Erleichterung, die Opa fühlte, nachdem er die Neuigkeiten, the news was like nothing else. Okay, the relief Grandpa felt after the news was like nothing else. What happened to everyone else involved? Okay, er war sehr erleichtert, dass es uns gut ging. Und was passiert mit allen, die involviert waren? Der Mann im weißen Van said that his reasoning for being outside Kate's home was because he saw a stranger following her.
Home from the store. Of course, the police didn't believe him. Ach so, der Typ im weißen Van, der war nur von meinem Haus, weil er gesehen hat, dass ein Fremder mir gefolgt ist. Ach, deswegen, der wollte uns nur helfen. Natürlich hat die Polizei nicht geglaubt. Deswegen. But when the news broke free about this, the police realized their mistakes and that he had actually been telling the truth. He was released the same day. Also nachdem die Neuigkeiten veröffentlicht worden sind, hat die Polizei den Mann aus dem weißen Van wieder freigelassen am selben Tag. Leon, accomplice, was never seen again after the incident. Aber Leons Komplize wurde niemals mehr nach dem Vorfall gefunden. Hätten wir Leon retten können, hätten wir ihn angerufen? Der Psychopath, der seine Ex-Frau Ashley getötet hat, Leon und fast Kate, wurde auf jeden Fall zur lebenslangen Haft verurteilt. Kate is doing her best to recover from the incident. Kate tut ihr Bestes, um von dem Vorfall wieder zu Kräften zu kommen, aber es ist schwer. Nachts hört sie oft irgendwelche Klopfgeräusche in ihrem Bett, an ihrer Schlafzimmertür, und die ihren Schlaf immer stören. Through every day she finds herself checking behind and scanning every corner. Also sie erwischt sich jeden Tag dabei, dass sie hinter jede Ecke schaut, jede und alles quasi sichert und dass sie ganz arg Angst hat und Paranoia. Danke, dass du gespielt hast. Ein Horror-Game, das gemacht worden ist von Solo-Developer Corvin Rula. Ja. Ja, und genauso ist es, Leute. Also allein diese Angst, die da, das erinnert mich, das Game hat mich jetzt tatsächlich ganz arg an eine Story von einer Freundin erinnert, die wurde gestalkt und man denkt, also Stalking wird so oft verwendet, dass man denkt, ach ja, Stalking. Aber wie schlimm das ist, was für eine Angst du hast, was für Todesangst, was danach mit einem passiert, wie schlecht es einem geht, dass man nicht ernst genommen wird, dass teilweise echt lang nichts gemacht wird, dass man terrorisiert wird, dass man sich beobachtet fühlt. Das ist so ein schlimmes Gefühl. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das selber nicht erlebt hat. Ich habe das durch meine Freundin echt mitbekommen und wie wenig Leute ihr geglaubt haben, das runtergespielt haben. Und deswegen muss ich echt sagen, ist es ein sehr ernstzunehmendes Thema, und kann einen richtig, richtig fertig machen. Also das ist wirklich nicht ohne. Und das war das Spiel The Stalked. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich fand das Game richtig gut. Sie haben es richtig geil gemacht, mit der Angst gespielt. Die Dinge, die man am Tag macht. Es hat ein bisschen so ein Feeling von Fears of Phantom für mich gehabt. Ich hatte richtig Panik. Die Jumpscares waren richtig, richtig geil. Und das hat mir richtig gut gefallen. Deswegen war ein geiles Horror-Game. Ich hoffe, es kommt mehr von ihm. Einen Daumen nach oben, ich mich sehr freuen über ein Abo auch. Und wir sehen uns definitiv in den nächsten Videos. Und dann gucken wir mal, was der Entwickler noch alles so bringt.